Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Kaltputzlüge on Air. Heute starte ich mit der Frage, warum muss über Kaltputze berichtet werden? Um das zu klären, machen wir einen kleinen Ausflug zu eurem Lieblingsmetzger. Stell dir vor, du gehst zu deinem Metzger, bestellst 3 Rindersteaks und daheim entdeckst du, der hat dir 3 Schweineschnitzel eingepackt. Was würdest du tun? Wahrscheinlich nochmal zum Metzger gehen und entweder das zu viel bezahlte Geld zurückfordern oder die Rindersteaks verlangen. Logisch, oder? Schließlich weiß jeder, dass Rind und Schwein nicht dasselbe ist. Beim Kaltputz schaut es ein bisschen anders aus. Da weiß nicht jeder, was ein Kaltputz ist. Noch nicht mal die Hersteller sollte man meinen, wenn man sich deren Produkte mal ein bisschen genauer anschaut. Fakt ist, jeder Mist kann als Kaltputz verkauft werden, selbst wenn Zement oder Gips enthalten ist. Es muss noch nicht mal Kalk in so einen Putz, um den als Kaltputz benennen zu dürfen. Ein alter Kalkhersteller hat mal zu mir gesagt, es reicht heutzutage, wenn man mit einem Sack Putz an einem Kalkwerk vorbeifährt, um den als Kalkputz verkaufen zu dürfen. Und damit hat er recht. Ob es sich um einen Kalkputz handelt, wird nämlich nur nach Leistungseigenschaften wie Druckfestigkeit und Trockenrohdichte definiert. Das ist, als würde man ein Rind als Tier mit 4 Beinen, das über eine Wiese läuft, definieren. Von der Maus bis zum Pferd kann das alles sein. Weil aber die Nachfrage nach Rind am größten ist, kommt der Stempel Rind drauf. Und so läuft es bei den Kalkputzen. Selbst ein kalkfreier Putz kann als Kalkputz vermarktet werden, solange er die Leistungseigenschaften erfüllt. Und das ist mit ein bisschen Chemie und Leichtzuschlägen ganz einfach. Das Schlimme daran, auch diese chemisch aufgepimpten Pseudokalkputze werden mit den Vorteilen von echten Kalkputzen beworben. Es wird beigemischt, was die Giftküche hergibt, und dennoch steht im Hochglanzprospekt für gesundes Raumklima, nach historischer Rezeptur für Allergiker geeignet, reguliert die Luftfeuchtigkeit und so weiter. Der Verbraucher wird völlig legal betrogen. Deshalb nehmen wir bei Kaltputzlüge on Air die Produkte von Weber, Knauf, Sagret, Baumit, Otterbein und wie sie alle heißen, ganz genau unter die Lupe. Wir prüfen, was die beimischen, was die Putze können und ob der Verbraucher getäuscht wird. Deshalb mein Tipp: Abonniert unseren Kanal und seid dabei, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. In diesem Sinne, bleibt neugierig und gesund.